Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die Zeiten mies sind. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Es herrscht Depression. Viele sind ohne Arbeit oder haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Der Dollar ist keine 5 Cent mehr wert. Banken gehen pleite. Geschäftsleute haben eine Waffe unterm Ladentisch. Verbrecher machen die Straßen unsicher. Es scheint niemanden zu geben, der weiß, was man dagegen tun kann. Wir wissen, die Luft, die wir einatmen, ist vergiftet, genauso wie die Lebensmittel, die wir essen. Wir sitzen zu Hause im Sessel, sehen fern und lassen uns von irgendeinem Ansager erzählen, dass es heute 15 Morde und 63 Gewaltverbrechen gegeben hat. So, als ob das ganz normal wäre. Ja. Es ist kein Witz, dass die Welt bald eins ist. You and me, Nation, World Wide Web, ein Teil ist. Beweis ist schwarz auf weiß, Dirty Rhymes. Die Welt nach von oben, keine macht Illusion. Geld ist Macht, weil nur das Moos geht. Reichtum bei den Saudis oder den Rothschilds. Wer alles im Boot sitzt, geheim wie Mossad, 666. Nicht nur in jeder Großstadt. Das Leid der Menschheit seit tausenden von Jahren geschaffen und schlagen und hassen und schlagen und schlachten tausend Fragen. Ich wache, Träume erwache, lese zwischen den Zeilen. Es geht um heute ihr Narren, das Feuer nur da. Es ist nicht euer Poker, yeah. Sie manipulieren, was zum Teil Medien erledigen. Sie schaffen so viel Leid, Probleme, Geld und Sorgen. Alles geplant für das Ziel zur neuen Weltordnung. Wir wissen, die Zeiten sind mies, schlimmer als mies. Sie sind verrückt, es ist, als ob überall alles verrückt geworden ist, nur dass wir gar nicht mehr rausgehen wollen. Wir sitzen zu Hause und langsam wird die Welt, in der wir leben, immer kleiner und wir sagen nur, bitte lasst uns wenigstens hier in Ruhe in unserem Wohnzimmer. Lasst mich bloß in Ruhe. Ich werde euch aber nicht in Ruhe lassen. Ich will, dass ihr wütend werdet. Ja, das hier ist Armageddon. Die letzten Tage, das ist Karma-Terror. Nichts ist, wie es scheint, der Schein trügt, das ist für wahre Decker. Freitag der 13. Krieg gegen 13 Grad. Ich quatsche seit 13 Jahren, das Leben ist ein Seitenblatt. Scheißegal, Bush, McCain oder Obama. Denn Politik ist Hollywood wie Videos von Osama. Jetzt blieb uns quatschig rum, euren Bilderberger treffen. Jetzt ist Szene fetchen, das hier ist Kampf gegen Terror. Heute ist volle Programm, doch das Leben ist nicht fieser. Scheiße von den Biochips und Debitcards, ihr Wichser. Ich steche euer Auge aus, ich hab das Gaffen satt und Pyramidenschiff geschrieben. Der Mensch stammt nicht vom Machen ab. Pisser, ihr seid keine Götter, ihr seid Stricher. Eure Spiele inszenierte wie ein Weltkrieg mit Hitler. Euer Wetter nennt sich Schadwanne, fügen sich vor euch. Nicht mit mir, ich spuck auf Typen wie euch. Bah. Ich will nicht, dass ihr protestiert oder Krawalle veranstaltet oder eure Kongressabgeordneten schreibt, denn ich wüsste nicht, was ihr ihm schreiben solltet. Ich weiß nicht, was man gegen die Depression tun kann, die Inflation und die Verbrechen auf den Straßen. Ich weiß nur, dass ihr erst einmal wütend werden müsst. Ihr müsst sagen, ich bin ein menschliches Wesen, verdammt nochmal! Mein Leben hat einen Wert! Ey, ja, da gibt's Leute, die zusammensitzen, Moslems, Juden, Christen, lachen über Zivilisten, Menschen, du und ich sind. So ist der Plan und für diese Paar ist seit tausenden Jahren klar, dass wir gefickt sind. Wir kontrollieren alles, Bankenöl, Militär, Hartz IV, Mittelschicht, Oberklasse, Millionär. Fernsehen, Radio, Zeitung, Presse, Demokratie, Präsident, halt deine Fresse. Aktienmarkt, Dow Jones, DAX abgefuckt, Opiumhandel, Heroin, Koks, Gras abgepackt. Freiheit, Überwachungsstaat, DNA im Reisepass, lieber Hass, überall Kameras, Israel, Islam, Palästina, Pakistan, Taliban, Irak, Iran, Tora, Bibel, Koran, Politik, Geld, Terror, Krieg, Illuminati, 41 Intelligenzler, Mad Marty. Also, ich will jetzt, dass ihr aufsteht. Ich will jetzt, dass ihr alle aufsteht, einer wie der andere. Ich will, dass ihr sofort aufsteht, zum Fenster geht, es aufmacht, den Kopf raussteckt und schreit, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen.